Gut, wer nicht hören will... Weißt du, was deiner Nase besser stehen würde? Was? Die Bar. Also hör auf, mich zu verscheißern. In Ordnung, in Ordnung. Ich hab deine Schlüssel, aber ich weiß von nichts. Sie hatten Pistolen. Sie sagten, ich soll dich so lange wie möglich aufhalten. Warum? Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Ich hab gehört, wie sie irgendwas von einem Hinterhalt erzählten, oben an der Straße. Was noch? Nichts, wirklich gar nichts. Hör zu, Mann. Hier sind deine Schlüssel, alles klar? Irgendjemand hat was davon erzählt, dich umzubringen. Und dass es so aussehen soll wie ein Unfall. Da waren sie nicht sehr erfolgreich. Aber warum wollen sie die Polecats in einen Hinterhalt locken? Ich mache mich besser auf den Weg. Gut. Können wir die Kasse noch mitnehmen? Nichts zu nehmen, sie ist leer. Ah, Schnaps. Ich habe nichts zu sagen. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Die Schlüssel haben wir jetzt. Also ihr merkt schon, ich muss hier zum Glück, also zum Glück für mich, nicht ganz so viel quatschen. Da kann ich meine Stimme, meine zarte Stimme auch mal wieder ein bisschen schonen nach all den Monkey Island Synchronisationen und was da nicht gerade alles läuft. Und die Synchronisation vom Game selbst ist wirklich erste Sahne. Da kann man überhaupt nicht meckern. Und vor lauter Freude schwingen wir uns gleich mal auf den Feuerstuhl. Wenn ich auf der Straße bin, bin ich unverwundbar. Niemand kann mich aufhalten. Aber sie versuchen es. Bist du nicht der Nummer 1 Polecat Obermacker? Ja, und du bist mir im Weg. Gewöhn dich dran, Mann, wenn die Rottweilers auf der Straße sind, gehört sie ihnen. Hey, das meine ich ernst. Jemand will die Polecats linken. Jemand will die Polecats linken? Oh Himmel, was sollen wir bloß tun? Das reicht jetzt. Komm schon, Polecätzchen! Runter mit dir! Noch nicht aufgeben! Ja, Straßenkampf! Ja, bam, bam, auf die Schnauze, Penner! Komm schon, auf die Schnauze! Yeah! Fuck! Redakteur besser in Farbe. Ich sollte dir jetzt wohl besser Hilfe besorgen. Oh, hör auf zu nörgeln. Ich kenne hier jemand, der kriegt alles wieder hin.
Was bist du? Ich bin Mechanikerin. Und so wie es aussieht, bin ich auch eine ziemlich gute Ärztin. Ich heiße Maureen. Ich heiße Ben. Warum hast du mir eins auf den Kopf gegeben, Maureen? Du hattest einen Unfall. Wood hat dich gefunden. Sie hat dich und dein Bike hierher gebracht. Mein Bike? Was hast du mit meinem Bike gemacht? Ich hab's von den Toten zurückgeholt. Genau wie dich. Ungefähr das Gleiche, was ich auch mit dir gemacht habe. Ich brauche allerdings ein bisschen Hilfe, um fertig zu werden. Wer bist du? Maureen, erinnerst du dich? Wenn das zu schwierig ist, solltest du vielleicht bei Mo bleiben. Hast du auch einen Nachnamen? Ich benutze ihn lieber nicht. Und was ist mit dir? Dasselbe. Dann bleibt es wohl für immer bei Ben und Mo. Ist das eine autorisierte Corley-Werkstatt? Du könntest das hier eine autorisierte Corley-Werkstatt nennen. Aber ohne den offiziellen Papierkram. Ah, ein unrechtmäßiges Corley-Unternehmen. Nenn es lieber ein abtrünniges Corley-Unternehmen. Woher kannst du so gut mit Motorrädern umgehen? Ich bin damit aufgewachsen, mit meinem Vater daran zu arbeiten. Einen ganzen Sommer lang haben wir nichts anderes getan, als diese alte Hardtail wieder in Schuss zu bringen. Wir haben jeden einzelnen Bolzen geschrubbt, bis alles glänzte. Aber eines Tages ist er abgehauen und nie wiedergekommen. Also bin ich zu Toastern gewechselt. Wohnst du in der Stadt? Naja, Melonweed hat nicht viel von einer Stadt. Was übrig ist, sinkt ungefähr einen halben Meter pro Jahr. Die Leute passen sich entweder an oder sie hauen ab. Ich finde das in Ordnung. Kein Gesellschaftstyp? Ich komme mit Toastern besser zurecht, das ist alles. Du scheinst dich mehr für mich zu interessieren als für dein Motorrad. Wie sieht's aus? Sieht besser aus als vorher, aber du musst mir etwas helfen. Die Vordergabel war Schrott, also musst du eine neue besorgen. Und irgendjemand hat mein Schweißgerät gestohlen, kannst du dir das vorstellen? Ohne das kann ich nicht fertig werden. Und außerdem habe ich den Tank repariert, war gerissen. Aber du hast kein Benzin mehr und ich habe auch keins. Wo soll ich den ganzen Kram finden? Das kriegst du schon hin, starker Mann. Wo bekomme ich eine neue Gabel her? Naja, es muss keine neue Gabel sein, einfach nur nicht in winzige Teile zerbrochen. Du könntest erstmal bei Todd fragen, im Wohnwagen auf der anderen Straßenseite. Ihm gehört der Schrottplatz. Wie soll ich dein Schweißgerät finden? Keine Ahnung, stell eine Falle auf. Ich kann immer noch nicht glauben, dass jemand mein Schweißgerät gestohlen hat. Wer in der Gegend würde sowas machen? Wo ist das Benzin? Nun, da ist ein ganzer Turm voll davon, am Rand der Stadt. Ich habe dieses verrückte, irrationale Gefühl, es könnte sich lohnen, da vorbeizuschauen. Ich schätze, damit komme ich klar. Gut. Ich muss aus dieser Stadt raus, schnell. Probleme mit dem Gesetz? Nicht in diesem Bezirk. Warum dann die Eile? Meine Gang steckt in Schwierigkeiten. Die Polecats? Woher weißt du das? Steht hinten auf deiner Jacke. Sie sind auf dem Weg in eine Falle, darum muss ich sie erwischen. Dann bringen wir diesen bösen Jungen besser wieder auf die Straße, hm? Ich kann dich nicht bezahlen. Hey, diesmal ist es gratis. Ich habe schon ewig nichts mehr angefasst außer Toastern. Mal wieder so eine Maschine in die Finger zu kriegen, war mir ein Vergnügen. Nun, danke. Ja, ja, ist schon gut. Na, ich lass dich wieder an die Arbeit. Sag mir Bescheid, wenn du was gegen Kopfschmerzen brauchst oder so. So, jetzt dürfen wir auch mal wieder. Vollgas war damals übrigens, oder wurde verkauft als interaktives Road-Movie und jetzt wisst ihr auch warum. Man kommt hier selber nichts. Ja, genau. Man kommt hier selber nicht zum Quatschen, weil die Protagonisten die ganze Zeit reden. Ich wünschte, der Kanister wäre voll. Das wünschte ich auch. Dann nimm den trotzdem mal mit. Und guck dir mal das schöne Foto an, wie immer. Wer ist das? Oh, das bin ich und mein Onkel Pete. Er hat sich auf dieser Nerzfarm um mich gekümmert, nachdem Dad abgehauen war. Als er starb, habe ich sie geerbt. Du hast eine Nerzfarm? Naja, das Teil war schon lange, bevor Onkel Pete starb, am Ende. Aber ich gehe immer noch hin, wenn ich mal eine Weile Ruhe brauche. Und was macht das Bike? Ich hasse es, sie so zu sehen. Warum? Das ist echt meine beste Seite. Sie hat ihre Finger überall in meinem Bike. Eifersüchtig.
Stellt euch mal vor, das war euer PC, um Gottes Willen. Würde ich ja Amok laufen. Oh gut, du bist noch nicht tot. Dann habe ich was bei dir gut. Ich habe gehört, du hast mir das Leben gerettet. Ja, aber keine Sorge. War nicht meine Absicht. Ich war nur auf der Suche nach ein paar netten Katastrophenfotos. Wen interessiert ein Bild, auf dem ich verblute? Es geht nicht ums Blut. Es geht um die Art, wie du verknotet warst. Du hast ausgesehen wie eine Brezel. Ich muss einen Hinterhalt verhindern. Hinterhalt? Wirklich? Wo? Irgendwo zwischen hier und Corville. Meine Gang begleitet ein paar VIPs zur Corley Motors Aktionärsversammlung. Und an der Straße wartet irgendwo ein Hinterhalt auf sie. Ich... Ja? Das ist nicht leicht für mich. Ich brauche... Komm schon, Mann. Spuck's aus. Kannst du mich nachher im Auto mitnehmen? Ich muss diesen Hinterhalt vereiteln. Du hast recht. Wir müssen zu diesem Hinterhalt, in Ordnung. Aber ich fürchte, ich bin zurzeit nicht motorisiert. Wie sind wir dann hierher gekommen? Per Anhalter. Tja, dann gehe ich wohl besser. In Ordnung. Und fahr vorsichtiger. Na gut, wie immer schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Ziemlich klein, um mich rumzutragen. Ich hab dich gerollt. Die Miranda, was haben wir hier noch? Ein Briefkasten. Mal gucken, ob Post drin ist. Der ist leer. Nicht mal Werbung von Penny, ist ja traurig. Können wir mit der noch quatschen? Jemand gefunden, der uns mitnimmt? Nein. Na gut, dann schauen wir uns erstmal ein bisschen hier in der Stadt um. Was? Du Miststück. Danke fürs Mitnehmen. Jetzt habe ich was bei dir gut. Aber echt mal. So ein kleines Miststück, alter Schwede. Die schlagen wir noch um. So, hier kommen wir her. Wo kann man hier überall hingehen? Da kann man hingehen, da kann man hingehen, da kann man hingehen. Gehen wir zuerst mal dahin. Das ist, glaube ich, der Wohnwagen. Oder war mal ein Wohnwagen oder was immer das ist. Entweder schweißt jemand da unten oder das ist eine ziemlich primitive Form der Rundfunkübertragung. Da unten riecht es nach Metallarbeiten. Also da schweißt jemand und es riecht nach Metallarbeiten. Das heißt, hier könnte sich doch das Schweißgerät befinden, das wir suchen sollen. Das gestohlene Schweißgerät, wohlgemerkt. Wohl das einzige, das diesen Schrotthaufen zusammenhält.